Wir machen heute die Sure Al-Baqarah Nummer 2, Vers 77 bis Vers 87. Erstmal auf Arabisch. بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Okay, stopp. Jetzt auf Deutsch die Übersetzung. Gib ihm das Mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Es gibt Ungelehrte unter ihnen, die das Buch nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen. Und stopp. Die Rede ist von Bani Israel jetzt. Allah sagt, unter ihnen gibt es einige, die das Buch nicht kennen. Sie wünschen oder sie tun so, als ob sie das Buch richtig beherrscht haben. Weiter? Oder erst nochmal den Vers. Nochmal den Vers. Ja. Es gibt Ungelehrte unter ihnen, die das Buch nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen. Und sie stellen nichts anderes als Vermutungen an. Doch das heißt, sie vermuten. Sie vermuten. Und subhanallah, das sieht man schon. Keiner ist sicher, weder von den Christen noch von den Juden, über seine Darstellung, über seinen Glaube. Die vermuten nur. Sie vermuten, dass Isa alaihi salam, Jesus, gekreuzigt worden ist. Beweise haben sie nicht. Sie vermuten vieles. Sicher sind sie nicht. Weiter? Doch wehe denen, die das Buch mit ihren eigenen Händen schreiben und dann sagen, dies ist von Allah, um dafür einen geringen Preis zu erlangen. Stopp. Wehe. Wehe. Allah sagt, wehe. Für denen, die das Buch Allahs mit ihren eigenen Händen schreiben, mit der Hand schreiben und sagen, das wäre von Allah. Und man sieht das. Wie viel Bibel gibt es? 51 oder 151 verschiedene Exemplare. Und kein zwei sind identisch. Das ist alles handgeschrieben, Fantasien. Was sagt Allah? Wehe. Wehe, wir wissen, was wehe ist. Wehe, weil, ist ein Fluss in der Hölle, besteht aus geschmolzener Haut, Blut und Eiter. Und davon müssen diese Verbrecher trinken und essen, die das Buch Allahs mit ihren eigenen Händen gefälscht haben und sagen, das wäre von Allah. Weiter. Wehe ihnen also ob dessen, was ihre Hände geschrieben und wehe ihnen ob dessen, was sie erworben haben. Und das ist auch eine Drohung. Allah droht diese Menschen, die fantasiert haben und versucht haben, Allahs Buch mit ihren eigenen Händen zu fälschen und zu erlauben, was Allah verboten hat und zu verbieten, was Allah erlaubt hat. Genauso wie zum Beispiel Schweinefleisch ist im Christentum und im Judentum verboten. Wer hat das erlaubt? Paulus. Alkohol ist verboten im Christentum. Wer hat das erlaubt? Paulus. Kopftuch müssen die christlichen Frauen normalerweise tragen. Wer hat das abgeschafft? Die Kirche und Paulus. Das heißt, sie haben Allahs Buch mit ihren eigenen Händen gefälscht
und sie sagen, dieses Buch wäre von Allah. Jetzt weiter. Und sie sagen, gewiss wird uns das Feuer nicht berühren, außer auf abgezählte Tage. Die Rede ist hier von den Juden, die damals das Kalb angebetet haben. Und sie meinen und sagen und behaupten, Allah wird sie nur für bestimmte Tage in der Hölle bestrafen für diese Tat. Und dann gehen sie raus. Jetzt kommt eine Tatsache, was sagt Allah oder was antwortet Allah auf diese Menschen? Sprich, habt ihr etwa ein Versprechen darüber von Allah erhalten? Sprich, wer soll sprechen? An der ersten Stelle der Prophet Muhammad a.s. und dann du, Muslim. Sprich, sagt ihnen. Habt ihr ein Versprechen von Allah bekommen? Zeig es uns. Habt ihr Beweise dafür? Die haben keine Beweise. Es ist nur Vermutung und nur Fantasien. Jetzt geht's weiter. Dann wird Allah sein Versprechen bestimmt nicht brechen. Oder wollt ihr über Allah etwas sagen, wovon ihr kein Wissen besitzt? Ja, also das heißt, ihr dichtet nur Lügen über Allah. Dass ihr nur für bestimmte Tage bestraft werdet und aus der Hölle rauskommt. Damals haben die Juden gesagt, weil einige Menschen von uns das Kalb angebetet haben, wird Allah uns nur für bestimmte Tage bestrafen in der Hölle und dann kommen wir raus. Was heißt raus? Wir kommen ins Paradies. Allah gibt jetzt die Antwort auf deren Fantasie. Wo ist euer Beweis? Es gibt Ungelehrte unter ihnen, die das Buch nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen. Also unter den Juden und den Christen gibt es Gelehrten, die keine Ahnung haben. Die nur Worte sprechen, die weder aus dem Tora gekommen sind, noch vom Evangelium gekommen sind. Das sind nur Fantasien. Das heißt, sie lügen nur. Ja, weiter. Und sie stellen nichts anderes als Vermutungen an. Doch wehe denen, die das Buch mit ihren eigenen Händen schreiben und dann sagen, dies ist von Allah, um dafür einen geringen Preis zu erlangen. Jetzt. Habt ihr das verstanden? Wehe denen, die das Buch mit ihren eigenen Händen schreiben, die Tora und die Bibel, und sagen, das wäre von Allah. Wehe. Das ist eine Drohung. Um einen geringen Preis zu verdienen. Wisst ihr, was der geringe Preis ist? Geld. Geld, Steuer, Kirchensteuer. Um einen geringen Preis, Allah sagt, um einen geringen Preis zu verdienen. Wenn man vergleicht die Milliarden, die die Kirche zum Beispiel an Kirchensteuer sammelt, um die Menschen in die Irre zu führen, mit dem, was Allah den Gläubigen versprochen hat, das Paradies vergleicht, ist dieser Preis auf dieser Erde und diese Milliarden, die man sammelt, ist ein geringer Preis. Das heißt, sie haben Allahs Zeichen verkauft gegen einen geringen Preis. Um ein paar Euros zu verdienen, haben sie Allahs Versprechen oder ihren Bund mit Allah abgebrochen, haben angefangen, Lügen über Allah zu erdichten und sie haben die Hölle verdient. Weil, deshalb sagt man Testament, Altes Testament, Neues Testament. Was heißt Testament? Testament ist ein Bund, ein Vertrag. Der Koran ist ein Vertrag zwischen uns und Allah. Von beiden Seiten. Wir dürfen den Koran nicht ändern. Das ist ein Vertrag zwischen uns und Allah, dass wir die Menschen diesen Koran verkünden. Wir dürfen kein Wort, kein Buchstabe im Koran verändern.
Aber diese Menschen haben die Tora verändert und das Evangelium verändert, was Allah auf Isa a.s., auf Jesus a.s. offenbart hat, um einen geringen Preis zu bekommen. Das ist die Kirchensteuer zum Beispiel oder Macht oder Statussymbole zum Beispiel. Viele Leute sind bereit, für 10 Euro zu sterben. Viele Leute sind bereit, für 1 Million Euro zum Beispiel jemanden zu ermorden. Aber der Mensch, der an Allah glaubt, er weiß, dass er am jüngsten Tag auferweckt wird und der wird zur Rechenschaft bei Allah gezwungen werden. Das heißt, alles, was an Geld und Macht und Vermögen, was auf dieser Erde ist, ist für einen Gläubigen nichts im Vergleich zu dem Bund, den man mit Allah abgeschlossen hat. Jetzt weiter. Wehe ihnen also ob dessen, was ihre Hände geschrieben, und wehe ihnen ob dessen, was sie erworben haben. Und sie sagen, gewiss wird uns das Feuer nicht berühren, außer auf abgezählte Tage. Sprich, habt ihr etwa ein Versprechen darüber von Allah erhalten? Dann wird Allah sein Versprechen bestimmt nicht brechen. Oder wollt ihr über Allah etwas sagen, wovon ihr kein Wissen besitzt? Doch nein, wer sich Übles erworben hat und sich in seiner Sündhaftigkeit eingefangen hält, diese werden Bewohner des Feuers sein. Ja, das sind die Menschen, die auch Menschen in die Irre führen, die behaupten, die Bibel wäre Gottes Buch und Gottes Wort. Das heißt, dadurch haben sie Milliarden und Millionen von Menschen in die Irre geführt, weil sie Lüge erdichtet haben über Allah. Und deren Strafe ist bekannt. Jetzt weiter. Darin werden sie ewig bleiben. Darin werden sie ewig bleiben. Wo drin? In der Hölle. Das heißt, alles, was sie hier auf dieser Erde verdienen werden, an Milliarden, ist nicht mal ein Wert, eine Sekunde in der Hölle zu bleiben. Aber Allah sagt, die werden für immer und ewig in der Hölle bleiben. Und wir wissen, was die Menschen in der Hölle essen und trinken werden. Und das ist nicht nur für 100 Milliarden Jahren und nicht für Billionen Jahren und nicht für Milliarden Jahren, sondern für ewig. Was heißt ewig? Ewig kann man nicht definieren. Es ist kein Null, keine Eins und so viele Nullen. Das heißt, sie kommen nie raus aus der Hölle. Jetzt versteht man, warum Allah sagt, sie haben für einen geringen Preis Allahs Buch verkauft und Allahs Bund verkauft für einen geringen Preis. Das heißt, sie haben das Paradies mit der Hölle umgetauscht. Und Allah ist gerecht, Allah wird am jüngsten Tag keinen bestrafen, der unschuldig ist oder der unschuldig ist. Diese Menschen verdienen die Strafe Allahs, weil es hier kein Spaß ist. Hier ist Allahs Wort. Und das ist ein Bund mit Allah. Allah hat den Koran zu uns jetzt offenbart, damit wir den Koran lesen, verstehen und folgen. Und kundtun. Das heißt, diese Botschaft weltweit verbreiten, Dawa machen. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist ein Amane. Allah hat uns auf den Koran anvertraut. Nicht damit wir sagen, oh, wir sind Muslime, wir sind rechtgeleitet. Darum geht es nicht. Wir haben eine Aufgabe. Unsere Aufgabe besteht darin, an der ersten Stelle den Islam erstmal zu praktizieren. Dass wir gute Muslime werden, dass wir Vorbilder für den Islam und für die Muslime sein müssen. Den Koran lesen, verstehen und folgen und dann Da'wah machen. Was heißt Da'wah machen? Den Islam verkünden zu den Nachbarn,
zu den Arbeitskollegen. Das ist unsere Pflicht. Der Prophet Muhammad a.s. ist von Mekka nach Taif zu Fuß gelaufen. Wie viele Kilometer sind das? Wir haben, alhamdulillah, Atif ist aus Saudi-Arabien. Ungefähr 300 Kilometer. 300 oder 70? Von Mekka nach Taif. Ach so, 70. So viel ich weiß, 70. 70 Kilometer zu Fuß, um die Menschen von der Hölle zu retten. Der hat nicht die Absicht gehabt, mit ihnen Kaffee und Kuchen zu trinken und zu essen. Er ist dahin gefahren, was heißt gefahren? Gelaufen, in der Hitze, 60 Grad Hitze in der Wüste, um die Menschen von der Hölle zu retten. Was hast du getan, um deinen Nachbar von der Hölle zu retten? Was haben wir getan bis jetzt, um unser Nachbarn von der Hölle, von der ewigen Bestrafung in der Hölle zu retten? Gar nichts. Aber möge Allah uns jetzt ab sofort die Kraft geben, dass wir anfangen, bevor es zu spät ist, bevor Allah uns flucht, genauso wie Allah manche Menschen verflucht hat, weil sie aus deren Religion einen Privatclub gemacht haben. Weiter. Diejenigen aber, die glauben und gute Werke tun, werden die Bewohner des Paradieses sein. Darin werden sie ewig bleiben. Und als wir mit den Kindern Israels einen Bund schlossen, ihr sollt niemanden außer Allah anbeten, euch den Eltern, Verwandten, Waisen und Armen gegenüber wohltätig erweisen, freundlich zu den Menschen sprechen, das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, so habt ihr euch danach abgewendet, bis auf wenige unter euch, indem ihr abtrünnig bliebt. Und als wir mit euch einen Bund schlossen, ihr sollt weder euer Blut vergießen, noch euch gegenseitig aus euren Häusern vertreiben, da habt ihr es dann zugesagt und es bezeugt. Dennoch seid gerade ihr es, die ihr euch gegenseitig tötet und einen Teil von euch aus seinen Häusern vertreibt, indem ihr gemeinsam gegen sie vorgeht, in Sünden und Unrecht. Okay, jetzt bitte auf Arabisch. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Stop. Jetzt, da kommt jetzt eine sehr, sehr wichtige Tatsache, die uns zum Zittern bringt. Nochmal den letzten Vers, At-Uminuna, Bi-Ba'd al-Kitab. Ja, nochmal bitte auf Arabisch. Afatu'minuna bi-Ba'd al-Kitab wa takfuruna bi-Ba'd. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Okay, welcher Vers ist das? 84. Das ist 87. 84? Yes. Also Vers 84. Bitte Adam, auf Deutsch jetzt lesen. Dennoch seid gerade ihr es, die ihr euch gegenseitig tötet und einen Teil von euch aus seinen Häusern vertreibt, indem ihr gemeinsam gegen sie vorgeht, in Sünden und Unrecht. Wenn sie jedoch als Gefangene zu euch kommen, kauft ihr sie los, wo euch doch ihre Vertreibung verboten worden ist.
Glaubt ihr denn an einen Teil des Buches und leugnet einen anderen Teil? Für denjenigen unter euch, die solches tun, gibt es aber keine andere Vergeltung außer Schande in diesem Leben. Und am Tage der Auferstehung werden sie der strengsten Bestrafung zugeführt werden. Und Allah ist eures Tuns nicht achtlos. Ja, also dieser Vers ist sehr, sehr wichtig. Allah sagt, glaubt ihr oder gibt uns die Tatsache und die Warnung auch. Glaubt ihr an einen Teil des Buches und vernachlässigt ihr den restlichen Teil? Oder glaubt ihr an einen Teil des Buches und verwerft ihr den restlichen Teil? Bitte nochmal jetzt auf Arabisch und auf Deutsch. Das ist sehr, sehr wichtig. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Ja, von diesem Vers, ich glaube das ist 85, glaubt ihr an einen Teil von dem Buch? Ja? Glaubt ihr denn an einen Teil des Buches? Ist das 85? Das 84. Gehört noch zu 84. 84, okay. Das gehört zusammen. Ja. Glaubt ihr denn an einen Teil des Buches und leugnet einen anderen Teil? Glaubt ihr an einen Teil des Buches, des Korans, und leugnet ihr einen Teil? Hier ist die Rede für alle. Für die Juden und für die Christen und für die Muslime. Hätten die Juden an die Tora im originalen Form geglaubt, wären sie Jesus gefolgt. Hätten die Christen an das Evangelium, an das originale Evangelium richtig geglaubt, wären sie alle jetzt Muslime geworden. Und die Rede ist auch für uns. Glaubt ihr an einen Teil des Buches und leugnet ihr den Rest? Jetzt, ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt einige Menschen, die sagen, Kopftuch steht nicht im Koran. Warum? Weil sie einfach ihren Gelüsten folgen. Sie wollen gerne an einem Teil glauben, was schön ist, was gut ist, wo Allah die Menschen oder die Gläubigen das Paradies beschreibt und verspricht, das nehmen die gerne. Aber wo Allah etwas verbietet, das wollen sie nicht hören. Einige Leute sagen, wo steht das, dass im Koran über das Kopftuch geschrieben wird? Oder wo steht das im Koran, dass das verboten ist? Erstens, diese Menschen haben den Koran noch nie gelesen. Hätten sie den Koran gelesen, werden sie diese Tatsache nicht leugnen. Aber diese Menschen glauben an einen Teil des Korans und nennen sich Muslime und leugnen den Rest des Korans. Jetzt, was ist deren Strafe? Kommt gleich. Für diejenigen unter euch, die solches tun, gibt es aber keine andere Vergeltung außer Schande in diesem Leben. Und also, das ist die Bestrafung. Schande in diesem Leben. Jemand, der sich Muslim nennt und leugnet, was Allah im Koran verboten hat. Was ist seine Strafe? Schande in diesem Leben. Das ist die erste Strafe. Und weiter? Und am Tage der Auferstehung werden sie der strengsten Bestrafung zugeführt werden. Ja. Und Allah ist eures Tuns nicht achtlos. Allah sieht alles, was wir tun. Und was viele Menschen nicht wissen und nicht wahrnehmen oder wahrnehmen wollen, dass Allah im Herzen reinschaut und weiß das Geheimnis und kennt das Geheimnis
von uns, bevor es ein Geheimnis ist. Allah sieht, was wir im Herzen haben. Allah weiß, was wir geheim haben oder geheim halten. Und sieht uns jede Sekunde und weiß, was wir sagen und weiß, was wir denken und weiß, was wir handeln. Und diese Menschen, die jetzt sich Muslime nennen und ein Teil oder an einen Teil des Korans glauben und einen Teil leugnen, haben zwei Strafen. Einmal Schande in diesem Leben, und das sieht man, subhanallah. Man sieht, die Frauen, die muslimische Frauen, die sogenannte muslimische Frauen, die kein Kopftuch tragen, die haben ein beschissenes Leben. In allen Bereichen. Das ist die Strafe in diesem Leben. Und Allah verspricht eine gewaltige Strafe am jüngsten Tag. Das heißt, derjenige, der etwas leugnet vom Islam, vom Koran, er wird doppelt bestraft werden, in diesem Leben und am jüngsten Tag. Ist das verstanden? Das ist sehr, sehr wichtig. Also wir sagen, laut Koran und laut Sunna, ein Mensch, der wissentlich ein Vers im Koran leugnet, ist ein Kafir. Wissentlich. Das ist sehr wichtig. Es gibt viele Leute, die nicht wissen oder die unwissend sind. Das ist was anderes. Aber wissentlich, das ist sehr, sehr wichtig. Das sind keine Muslime. Oder die sind Kuffar in diesem Fall. Wenn sie das tatsächlich mit Wissen und mit Absicht ein Vers im Koran leugnen. Was verspricht Allah diesen Menschen? Schande in diesem Leben. Und man sieht, dass viele irrende Gruppen, islamische Gruppen, wirklich ein elendes Leben hier in diesem Leben haben. Und am jüngsten Tag werden sie eine harte Strafe von Allah bekommen. Das ist sehr wichtig. Also jetzt machen wir das nochmal auf Arabisch und auf Deutsch. Vers 77 bis 87. Laut bitte. Und A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bevor wir den Koran lesen, müssen wir immer sagen A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Das ist ein Befehl von Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniyya wa innahum illa yadhunnun. Fawailun lilladhina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم
وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. جزاك الله خير. Jetzt auf Deutsch. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Es gibt Ungelehrte unter ihnen, die das Buch nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen. Und sie stellen nichts anderes als Vermutungen an. Doch wehe denen, die das Buch mit ihren eigenen Händen schreiben und dann sagen, dies ist von Allah, um dafür einen geringen Preis zu erlangen. Wehe ihnen also, ob dessen, was ihre Hände geschrieben, und wehe ihnen, ob dessen, was sie erworben haben. Und sie sagen, gewiss wird uns das Feuer nicht berühren, außer auf abgezählte Tage. Sprich, habt ihr etwa ein Versprechen darüber von Allah erhalten? Dann wird Allah sein Versprechen bestimmt nicht brechen. Oder wollt ihr über Allah etwas sagen, wovon ihr kein Wissen besitzt? Doch nein, wer sich Übles erworben hat und sich in seiner Sündhaftigkeit eingefangen hält, diese werden Bewohner des Feuers sein. Darin werden sie ewig bleiben. Diejenigen aber, die glauben und gute Werke tun, werden die Bewohner des Paradieses sein. Darin werden sie ewig bleiben. Und als wir mit den Kindern Israels einen Bund schlossen, ihr sollt niemanden außer Allah anbeten, euch den Eltern, Verwandten, Waisen und Armen gegenüber wohltätig erweisen, freundlich zu den Menschen sprechen, das Gebet verrichten und die Zekat entrichten, so habt ihr euch danach abgewendet, bis auf wenige unter euch, indem ihr abtrünnig bliebt. Und als wir mit euch einen Bund schlossen, ihr sollt weder euer Blut vergießen, noch euch gegenseitig aus euren Häusern vertreiben, da habt ihr es dann zugesagt und es bezeugt. Dennoch seid gerade ihr es, die ihr euch gegenseitig tötet, einen Teil von euch aus seinen Häusern vertreibt, indem ihr gemeinsam gegen sie vorgeht, in Sünden und Unrecht. Wenn sie jedoch als Gefangene zu euch kommen, kauft ihr sie los, wo euch doch ihre Vertreibung verboten worden ist. Glaubt ihr denn an einen Teil des Buches und leugnet einen anderen Teil? Für diejenigen unter euch, die solches tun, gibt es aber keine andere Vergeltung außer Schande in diesem Leben. Und am Tage der Auferstehung werden sie der strengsten Bestrafung zugeführt werden. Und Allah ist eures Tuns nicht achtlos. Diese sind es, die das diesseitige Leben um das jenseitige erkauft haben. Deshalb wird ihnen die Strafe nicht erleichtert und ihnen nicht geholfen werden. Wahrlich, wir gaben Moses das Buch und ließen ihm die Gesandten nachfolgen. Und wir gaben Jesus, dem Sohn Marias, die klaren Beweise und unterstützten ihn durch heilige Eingebung. Doch so oft auch ein Gesandter etwas brachte, was euch nicht behagte, wart ihr hochmütig und erklärtet einige für Lügner und erschlugt andere. Und sie sagten, unsere Herzen sind unempfindlich. Aber nein, Allah hat sie wegen ihres Unglaubens verflucht. Darum sind sie wenig gläubig. Ja. Also ich brauche das eigentlich nicht zu erklären, das ist klar und deutlich. Die heilige Umgebung, und wir haben Jesus, Allah sagt, wir haben Jesus, die heilige Umgebung gegeben, damit ist gemeint Jibrail alayhi salam. Allah hat Jibrail zu Jesus geschickt, damit er ihn vom Teufel beschützt. Und damit er ihn unterstützt auch. Jetzt machen wir auf Arabisch die zwei Verse. Ulaika alladhina ashtaru al-hayata ad-dunya bil-akhirah. Also das sind diejenigen, die das irdische Leben mit dem Jenseits gekauft haben. Also vertauscht haben. Warum sagt Allah gekauft haben? Weil das ein geringer Preis ist, weil das ein winziger Preis ist, weil das eine Schande ist, dass jemand auf den Jenseits verzichtet und sich hier auf diese Erde bereichert. Was ist das für ein Handel? Das ist ein schlechtes Handel. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
Also immer wenn ein Gesandter zu euch gekommen ist, wart ihr hochmütig, wart ihr arrogant, einige habt ihr erschlagen, geschlagen, einige habt ihr ermordet. Die Rede ist von Bani Israel. Wer sind Bani Israel? Juden. Bani Israel sind Juden und Christen. Wir wissen, dass Abraham, also Ibrahim, der Prophet Ibrahim a.s., zwei Söhne hatte. Wer? Wie heißen die zwei Söhne? Jakob. Jakob und Ismail. Isaac. Ja? Schön. Gut, gut aufgepasst. Jetzt, Jakob ist der Sohn von Isaac. Aber Alhamdulillah, ihr habt gut aufgepasst. Also, Ibrahim a.s. hat zwei Söhne gehabt, Ismail und Isaac. Einige Leute schreiben das mit Doppel-A aus, egal. Der Sohn von Isaac heißt Jakob. Jakob a.s. Jakob wird von Allah Israel genannt. Der hat zwei Namen, Jakob und Israel. Wenn Allah von Bani Israel redet, das heißt Nachfahren von Jakob. Damit sind die Christen und die Juden gemeint. Also die Araber stammen von Ismail. Und der Prophet Muhammad stammt von Ismail. Die Christen und die Juden stammen von Jakob, von Jakob a.s. Okay. Also wenn Allah von Bani Israel redet im Koran, das heißt nicht, dass die Juden in Tel Aviv gemeint sind. Gemeint sind Christen und Juden. Okay. Weiter? Oder das war's? Alhamdulillah, wunderbar. Jetzt, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass ein heiliges Buch ein Bund ist zwischen Allah und den Menschen. Wenn Allah ein Volk, ein Buch, ein heiliges Buch offenbart, das heißt, dieses Buch ist ein Bund, ein Vertrag zwischen diesem Volk und Allah. Und diese Menschen, die Allah auserwählt hat, die müssen diese Angelegenheit ernsthaft nehmen. Allah sagt zu Yahya a.s., Yahya ist auch ein Prophet, nimm das Buch mit Gewalt und setze das ein mit Gewalt. Was heißt mit Gewalt? Nicht mit Waffen. Nein, die Religion ist eine ernsthafte Angelegenheit. Jemand, der den Islam nur einfach aus Tradition praktiziert, der geht irre. Jemand, der Kultur Islam praktiziert, der geht auch irre. Koran ist, oder Islam ist Koran und Sunna. Nicht mein Opa hat gesagt, meine Mutter hat gesagt, Islam, Religion ist eine ernsthafte Angelegenheit, das ist ein Vertrag zwischen dir als Muslim und Allah. Du darfst nicht fantasieren. Du darfst nicht erfinden. Allah hat uns den Koran offenbart, damit wir den Koran lesen, studieren, dann auswendig lernen, lesen an der ersten Stelle, praktizieren und verkünden. Also lesen,
verstehen, folgen, verkünden. Dann machen wir ein, also lesen, Nummer eins. Wir müssen den Koran lesen, um zu wissen, was Allah uns offenbart hat. Viele Leute haben den Koran nicht gelesen. Und sie träumen vom Paradies. Genauso wie die Christen. Die Christen sind schon im Paradies. Und einige Muslime sind auch im Paradies. Gleich kommt ein Hadith, das werde ich inshallah auch erklären, damit sie auch zittern müssen. Erstmal den Koran lesen. Zweitens, den Koran verstehen. Wenn man liest und auswendig den Koran lernt, der hat sowieso nichts davon. Vielleicht hat er Hasanat bei Allah, aber das hilft ihm nicht. Viele Leute haben den Koran in einer Vitrine zu Hause. Und sie meinen, dass dieser Koran beschützt das Haus. Das heißt, man muss einen Koran zu Hause haben, damit das Haus geschützt wird. Das ist Tradition, das ist Kultur, ist kein Islam und kein Verständnis von der Religion. Also der Koran ist da, damit wir den Koran an der ersten Stelle lesen, dann versuchen zu verstehen mit allen Mitteln. Guck mal, subhanallah, wir sitzen hier. Die Leute sind in den Ferien jetzt. Viele Leute sind draußen, die spielen. Und Allah sagt im Koran, nur die Wissenden fürchten Allah. Woher kriege ich mein Wissen? Vom Koran. Nicht vom Fernseher. Vom Koran. Was hat Allah gesagt? Was hat sein Prophet gesagt? Daher bekommen wir unser Wissen. Nicht fantasieren und nicht der Sheikh X hat das gesagt und der Hujja hat das gesagt. Ich kenne viele Hujjas, die in der Disco sind. Das ist kein Maßstab. Die Christen folgen dem Pfarrer und Priester und die sind in Irre gegangen. Wir folgen nur Koran und Sunna. Und wer dagegen ist, ist ein verfluchter Muslim. Egal, ob er Araber oder ein Türke oder ein Afghane, egal welche Nationalität er hat. Wir folgen nur den Koran und die Sunna. Allah hat uns den Koran geschickt, offenbart, damit wir den Koran lesen, dann verstehen. Nummer drei. Folgen. Was heißt folgen? Ohne Wenn und Aber folgen. Nicht, warum hat Allah Schweinefleisch verboten? Ach, warum hat Allah Alkohol verboten? Ist das folgen? Das ist meckern. Und jemand, der meckert, ist sowieso unzufrieden. Man sieht hier, die Menschen stehen auf und sagen, ach, was ist das für ein Wetter? Guck mal, die sind undankbar und haben Allahs Fluch verdient, dass sie unzufrieden sind. Was sagt ein Muslim, wenn er morgens aufsteht? Was sagt ein Muslim, wenn er morgens aufsteht? Was sagt ein Muslim, wenn er morgens aufsteht? Man dankt Allah. Man dankt Allah. Wie dankt man Allah? Richtig, man war tot und man ist aufgestanden. Was macht man zuerst? Man sagt, oh Allah, ich danke dir dafür, dass du mir meine Seele zurückgegeben hast. Stellt ihr vor, Allah hätte die Seele für immer weggenommen. Ja. Wenn man aufsteht morgens als Muslim, man sagt zuerst, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da mamatina. Lob gebührt Allah, der mich auferweckt hat, nachdem ich tot war. So sagt ein Muslim. Das heißt, er bedankt sich bei Allah.
nicht gucken, was gibt es in den Nachrichten. Der Muslim steht auf und sagt, oh Allah, der lobpreist Allah und dankt Allah, dass Allah uns die Chance gegeben hat, weiter ihm zu dienen. Das ist eine Ehre. Nicht wie einige Leute aufstehen und sagen, ach, guck mal das Wetter, schon wieder, es regnet. Aus dem Tag wird nichts heute. Ja, oder aus dem Tag wird nichts heute. Das ist Undankbarkeit. Und was sagt Allah im Koran? وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Und wenn ihr dankbar seid, dann werde ich euch mehr geben. Aber jetzt, was gibt es auf der anderen Seite? وَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِ شَدِيدٍ. Und wenn ihr ungläubig seid, nee, guck mal, Dankbarkeit auf der Gegenseite, Unglaube. Allah sagt nicht, وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, wenn ihr dankbar seid, ich werde euch mehr geben. Und wenn ihr undankbar seid, werde ich euch bestrafen. Nein, Allah sagt, wenn ihr dankbar seid, وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, ich werde euch mehr geben. Und wenn ihr ungläubig seid, das ist das Gegenteil von Dankbarkeit. Das Gegenteil von Dankbarkeit ist Unglaube. Dann ist meine Strafe gewaltig. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, wenn ihr dankbar seid, ich werde euch mehr geben. Und ihr seht auch, ein Muslim, der immer Allah lobpreist, dankt, seine Gebete verrichtet, seine Pflichten nachgeht, das Gute gebietet, das Schlechte verwehrt, ist ein zufriedener Mensch. Möge Allah uns von diesen Menschen machen, die diese Religion richtig praktizieren und die deren Herzen nur für Allah schlägt. Das ist eine große Gabe. Also jetzt nochmal, der Koran ist da, damit wir den Koran lesen, verstehen, folgen. Jetzt Nummer 4. In Tat umsetzen. Ja, folgen heißt in Tat umsetzen. Sehr gut. Das heißt praktizieren. Aber das ist Nummer 3. Sehr gut, MashaAllah. Jetzt Nummer 4. Was machen wir damit? Jetzt haben wir den Koran gelesen, verstanden und wir praktizieren diese Religion. Was machen wir demnächst? Weiterverkünden. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Weiterverkünden. Das ist unsere Aufgabe. Nicht drauf schlafen und sagen, ach, ich bin Muslim, ich bin gerettet, ich komme ins Paradies und zum Teufel mit allen Menschen. Das ist kein Muslim. Beweis, der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, keiner von euch darf sich als Muslim bezeichnen, wenn er nicht das Gleiche liebt, was er für sich liebt, was er für seinen Nachbar nicht liebt. Bruder und Nachbar, das sind zwei Hadithe. Okay, für seinen Bruder liebt. Das heißt, wer sind unsere Brüder? Erstmal, die Gelehrten sagen, Brüder von Adam. Das heißt, alle Menschen sind unsere Brüder von Adam a.s. Das heißt, ich muss das gleiche lieben für diese Menschen. Was heißt das gleiche lieben? Allah hat mich recht geleitet mit dem Islam. Das ist eine Amane, das ist das Beste überhaupt, was mir passieren kann. Dass Allah mir Licht gegeben hat, dass ich Muslim bin. Soll ich jetzt schlafen? Dann bin ich ein verfluchter Muslim. Ich muss diese Botschaft weiter verkünden, damit die Menschen, die in meiner Nachbarschaft leben, die nachlässig sind, damit sie auch von der Hölle gerettet werden. Du warst nicht da, ich habe vorher einen Hadith oder ich habe gesagt, dass der Prophet a.s. 70 Kilometer zu Fuß nach Taif gegangen ist, in der Hitze.
um den Menschen den Islam zu verkünden, damit sie von der ewigen Bestrafung in der Hölle gerettet werden. Seine Füße haben geblutet. Die Menschen haben ihn mit Steine geworfen. Das ist unser Prophet, das ist unser Vorbild. Was haben wir getan? Haben wir irgendwann mal mit Klaus und Peter über den Islam geredet? Aber viele von uns sind egoistisch. Sie denken, Alhamdulillah, ich bin Muslim und ich will mit den Leuten gar nichts zu tun haben. Jetzt gebe ich euch einen anderen Hadith. Allah hat einmal Jibrail a.s., der Engel Jibrail, zu einem Dorf geschickt, um das ganze Dorf zu vernichten. Und Jibrail ist angekommen und sah, dass jemand am Beten war. Und sprach zu Allah, oh Allah, der ist am Beten. Einer von denen ist am Beten. Allah hat ihm gesagt, fang mit ihm an. Fang mit ihm an, weil dieser Mensch sich nicht geschämt hat, dass er in einer Umgebung lebt, die Kuffar oder aus Kuffar besteht, und der hat nicht das Gute gebietet und das Schlechte verwehrt. Und er hat diese Botschaft nicht verkündet. Das heißt, Wissen muss man erlangen. Wichtig ist, ich kann mit meinem Nachbar über den Islam nicht reden, wenn ich Jahil bin. Jahil heißt unwissend. Das heißt, ich muss erstmal den Koran lesen, verstehen, folgen, dann verkünden, Da'wa machen. Also das ist sehr wichtig. Da'wa heißt Verkündung der Botschaft. Wer hat die Botschaft des allmächtigen Gottes verkündet? Die Propheten. Das heißt, wenn du den Koran liest und die Sunna des Propheten a.s., verstehst, folgst und diese Religion weiter verkündest, dann erreichst du eine Stufe von den Propheten. Allah hat die Propheten aus der Menschheit auserwählt, um seine Botschaft zu verkünden. Was haben die Propheten getan, außer diese Botschaft zu verkünden? Nichts anderes, nur die Botschaft verkünden. Wenn wir hier in Deutschland den Islam verstehen, praktizieren und verkünden, dann sind wir legal in diesem Land. Tun wir das nicht? Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, man kana zahiran lil kuffar fahuwa minhum. Wer unter den Kuffar lebt, ist einer von denen. Das heißt, die Rettung ist, erstmal Wissen erlangen in der Religion, dann die Religion richtig praktizieren, dass der Muslim oder dass ich als Muslim ein Vorbild für den Islam in diesem Land sein muss. Ich kann nicht mit den Menschen über den Islam reden und eine Flasche Bier in der Hand haben. Ich kann nicht mit den Menschen über den Islam reden und sie aufrufen zum Islam, wenn ich selber den Islam nicht praktiziere. Das heißt, ich muss selber ein Vorbild für den Islam sein. Dann weiter diese Religion verkünden. Weil Klaus und Peter, wenn sie sehen, dass ich nicht bete, und ich rufe sie zum Islam auf. Sie sagen, das ist ein Spinner. Er muss selber erstmal die Religion praktizieren. Verstanden? Das ist wallahi sehr wichtig. Und das ist die Rettung von der ewigen Bestrafung in der Hölle. Das heißt, diese Religion, die Allah uns anvertraut hat, ist kein Privatclub für Türken oder für Araber. Im Islam gibt es keine Nationalitäten. Bevor der Islam gekommen ist, gab es Nationalitäten. Du kannst das bestätigen. In Saudi-Arabien gab es nur Nationalitäten, Stämme. Der ist von diesem Stamm, der war stolz darauf und es gab immer Kriege zwischen diesen Stämmen.
weil sie stolze Stämme waren. Als der Islam gekommen ist, was ist die Priorität? Inna akramakum indallahi atqakum. Der Beste unter euch ist nicht der Türke und nicht der Araber und nicht der Afghane und nicht der Deutsche, der am gottesfürchtigsten ist. Das heißt, Alhamdulillah, im Islam gibt es keine Nationalität. Was ist unsere Nationalität? Islam. Viele Leute fragen uns zum Beispiel, was habt ihr für Madhab? Für Rechtsschule. Wir folgen den Koran und die Sunna des Propheten. Punkt. Punkt. Ich habe irgendwann mal gehört, oder einer hat mir das vorgelesen in einer türkischen Zeitung, es stand drin, also die Engel im Grab werden dich als Muslim fragen, welche Rechtsschule du hast, welchen Madhab du hast. Guck mal, welchen Madhab hat unser Prophet a.s. gehabt? Hat kein Madhab gehabt. Abu Hanifa kam nach dem Prophet a.s. Wie sollen jetzt die Engel kommen? Wie sollen jetzt die Engel kommen zu einem im Grab und ihn nach seinem Madhab fragen? Das ist total lächerlich. Das zeigt Unwissenheit in dieser Religion. Deshalb sitzen wir hier, um Allahs Buch zu verstehen. Ich mache kein Tafsir, nur damit die Leute mich nicht falsch verstehen. Ich bin nicht befugt, Tafsir zu machen, Erklärung für den Koran zu machen. Das haben schon die Gelehrten gemacht. Es gibt Abu Ibn Kathir, Tabari und. Das haben die schon gemacht. Es gibt Tafsir, den man lesen kann. Was wir hier tun, ist nur Koranbetrachtung. Wir betrachten den Koran und wir möchten gerne Hasanat verdienen. Jetzt sitzen wir hier und da sind Engel über unseren Köpfen und sie machen Dua für uns bei Allah, um uns zu begnadigen. Schöner gibt es nicht. Besser als draußen zu sitzen auf der Wiese und Sünden zu bekommen. Und wer einen Schritt zu Allah kommt 10 entgegen. Das ist sehr wichtig. Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, man arada Allahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Wenn Allah jemanden Gutes zuteilen werden will, lässt ihm die Religion verstehen. Oder lässt ihn Wissen in dieser Religion erlangen. Das heißt, ein Jahil hat es verdient, dass Allah ihm kein Wissen in dieser Religion gibt oder ermöglicht.